Herzlich willkommen zur Videoeinführung zu Romeo und Julia. Nein, es heißt ja Julia und Romeo bei uns. Warum? Weil es Zeit ist, die Perspektive der Julia in den Mittelpunkt zu stellen. Schon beim Erstdruck 1599 stand auf dem Cover The Most Lamentable and Excellent Story Tragedy of Romeo, ganz groß, und dann ganz klein unten drunter Juliet. Über die Jahrhunderte stand immer der dichtende Melancholiker mit seiner Liebeslyrik, der die Liebe sucht und dann endlich Julia findet, im Mittelpunkt. Bei uns ist es umgedreht. Bei uns steht die Julia im Mittelpunkt. Und ihre Fragen nach einer zeitgemäßen Beziehung und die Frage danach, wie kann so eine Liebesbeziehung heute aussehen? Auf dieser Bühne, auf der ich gerade sitze, inmitten der Luftballons, die hier noch vom Maskenball herumliegen, werden Sie die Geschichte sehen von den beiden Star-Crossed Lovers, wie es im englischen Original heißt, in der Übersetzung Unstern bedroht. Sie werden die Geschichte erleben, die Balkonszene, den Tod Mercutios, die Verbannung Romeos nach Mantua und auch den Tod der beiden Liebenden, aber doch ein bisschen anders. Nicht so, wie es im Buche steht, denn die Frage, die sich heute ja stellt, ist 2021, wie erzählen wir so eine Geschichte zeitgemäß? Wie können wir da eine Form dafür finden, die das übersteigt, was da steht? Im Original ist das ja, wenn man das ganz genau liest, eigentlich ein bisschen eine Mantel- und Degengeschichte mit vielen Gefechten. Auf eine Art auch eine märchenhafte Geschichte, ein Märchen, diese Liebesgeschichte, so ein bisschen Prinz und Prinzessin. Das ist irgendwie gar nicht mehr so richtig zeitgemäß. Deswegen hat sich Mirja Biel, die für unsere Inszenierung verantwortlich zeichnet, gesagt, ich mache die Julia aktiver, ich mache sie stärker, ich stelle sie in den Mittelpunkt und ich gebe ihr vor allem mehr Text. Und in dieser Umkehrung, in dieser anderen Perspektive auf die Geschlechterrolle liegt eigentlich die spannende Frage. Ein weiteres Mittel, das die Tragödie in ihrer Unausweichlichkeit bestärkt, ist die Musik von Reka Csiszer, die bei uns live auf der Bühne zu sehen sein wird. Zudem haben wir uns entschieden, immer wieder auf das englische Original zurückzugreifen, um die Schönheit der Sprache Shakespeares zum Klingen zu bringen. Wir freuen uns, Sie im Theater St. Gallen begrüßen zu dürfen in der Inszenierung von Julia und Romeo.